So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim Einzelhalf Talk Radio. Wir sind im Moment noch ein bisschen in kleinerer Runde, nämlich hier im Radio bei 1 Live und bei 1 Festival. Das wieder erfahren sind, wird etwa so um 9 Minuten nach 1 Uhr zu uns stoßen. Schön, dass ihr da seid. Wir haben Freitag Nacht, das heißt eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch hier bei uns unter 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heißt Sabine. Und Sabine ist 27. Ja, genau. Hallo Sabine. Hallo. Um was geht's bei dir? Ich bin esssüchtig. Du bist esssüchtig? Hm. Ess- und brechsüchtig? Nee, brechsüchtig nimmer. Nur esssüchtig. Das heißt, du hast auch ganz schön Funde mittlerweile angesammelt. Ja. Wie schwer bist du? Ich bin 110 Kilo. 110 Kilo? Bei einer Größe? 1,60. 1,60. Hm. Ist eine ganze Menge. Wie lange plagt dich diese Erkrankung schon? Also mit 20 oder 19 auf jeden Fall schon. Kannst du dich erinnern, wie und warum es angefangen hat? Halt Probleme mit Eltern, Freunden, ja, arbeitsmäßig, ja. Und das war so der Frust und der wurde dann betäubt mit Essen. Mhm. Wie viel isst du so am Tag? Also es kommt halt drauf an, wenn mein Freund da ist, dann fühle ich mich, halt ein wenig kontrollierter, weil er mag es eben nicht und er versteht es auch nicht. Und also er mag das nicht, wenn du so viel isst? Na, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist auch ein Streitpunkt zwischen uns dann wieder. Wohnt ihr denn zusammen oder ihr wohnt zusammen? Ja, dann ist er ja fast immer da, oder? Nee, wenn er in der Arbeit ist, dann nicht. Also ich meine, der arbeitet Schichten und... Ach so. Hast du auch eine Arbeit oder bist du einfach immer zu Hause? Ich bin einfach immer zu Hause. Ich möchte gerne arbeiten und würde gern wieder arbeiten, aber es hat sich bis jetzt momentan noch gar nichts gefunden. Ja, was hast du gelernt? Ich bin Altenpflegerin. Altenpflegerin. Hat das mit deinem Übergewicht auch zu tun, dass du keine Stelle bekommst? Vermute ich schon mal, ja. Mhm. So, jetzt waren wir aber gerade stehen geblieben bei der Frage, wie viel du so verspeist. Mhm. Sagen wir, öffnen wir die Frage mal in die Richtung, wie viel isst du, wenn du nicht kontrolliert wirst von deinem Freund? So. Ja, dann kommt's vor, dass ich mal Nutella-Semmel, dann alles durcheinander, dann vom Fisch bis, keine Ahnung, also alles, was halt von Cornflakes mit Milch, Müsli-Riegeln, alles, was halt erreichbar ist. Alles, was erreichbar ist und auch alles, was so richtig fettkalorienhaltig ist. Ja, leider schon, ja. Also von Schokolade, Süßkram, Pudding und Kuchen. Genau. Bis hin zu aber auch dann deftigen Sachen wie Fritten und weiß ich jetzt, Hamburger, Pizza sowas, und sowas. Sowas dann nicht, weil sowas habe ich dann meistens nicht daheim. Aber so von, Nutella-Semmel oder so. Ja. Das ist dann wahrscheinlich nicht nur ein Nutella-Semmel, ne? Sondern ein paar. Nee, manchmal dann schon 2 Stück. Ja. Isst du das Nutella-Glas auch gerne mal so pur aus? Na, nicht ganz aus, aber so Löffelchen für Löffelchen So, und danach bereue ich es halt immer wieder und dann ist halt zu spät. Mhm. Und wie lange bist du mit deinem jetzigen Freund zusammen? Das waren 5 Jahre. 5 Jahre. Mhm. Das heißt, der hat dich kennengelernt, als du schon übergewichtig warst und als du auch schon diese Erkrankung hattest. Ich war übergewichtig, aber hatte da noch 75 Kilo gehabt. Ah ja, also erheblich weniger. Ja, also ich habe jetzt halt... Das nimmt also immer mehr zu, je mehr Zeit vergeht. Und ihm gefällt das gar nicht? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Wie macht er dir auch irgendwie Vorschläge oder Druck, dass er sagt, hier, du musst was unternehmen oder reiß dich zusammen oder geh zum Arzt oder sagt er sowas? Ich soll mich bewegen, ich soll an die Luft gehen, ich soll auf meinen Stepper gehen und also... es kommen auch manchmal schon ganz schöne Vorwürfe auch. Hast du Angst, dass die Beziehung vielleicht kaputt gehen könnte, weil er dich so nicht mehr akzeptiert? Habe ich schon auch oft dran gedacht, weil sexuell läuft bei uns eigentlich seit, kann man sagen, seit einem halben Jahr auch gar nichts mehr. Hm.
Schämst du dich auch, dich vor ihm nackt zu zeigen? Na, das hat's früher auch nicht gegeben. Also die Decke musste immer drüber. Die Decke muss drüber sein? Ja, ja. Das heißt also, das ist ja unangenehm, wenn er deine Funde sieht. Und das Licht muss er aus sein. Ja. Das Licht muss aus sein. Mhm. Ja. Mhm. Und hat er mal gesagt, dass er das unattraktiv findet oder abtörend findet im Bett zum Beispiel? Na, gesagt hat er es noch nicht, aber ich weiß, dass es so ist eigentlich. Mhm. Was hast du dagegen unternommen, Sabine? Also ich habe schon mehrere Diäten, vom Fasten bis zur Slim Fast, bis zu Herbalife, halt solche Shakes mit Nahrungsergänzungsmitteln. Mhm. Und das hat halt dann immer nicht lang angehalten. Mhm. Es ging dann mal ein, zwei Tage gut und dann war ich halt im alten Trupp wieder drin. Hast du eine Diätkur unter Begleitung und mit Aufsicht eines Arztes schon gemacht? Die wollte ich beantragen und die wurde mir abgelehnt. Mhm. Also hat es dann auch nicht funktioniert. Ja, wobei, ich finde, da sollte man nochmal neu rangehen. Denn ich glaube, so wie du schilderst, wäre eine ärztlich begleitete Therapie, Abnahmetherapie, nenne ich es mal so, das Beste. Oder vielleicht sogar ein stationärer Aufenthalt. Ja. Das müsstest du natürlich auch wirklich wollen. Wärst du dazu bereit, so etwas zu machen? Ja, das, wie gesagt, auf jeden Fall. Und deshalb wollte ich es ja auch mit dem Hausarzt klären. Aber ich habe das dann eingereicht und die haben mir das eben abgelehnt. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn jemand 1,60 groß ist und 110 Kilo wiegt und offensichtlich große Probleme, auch seelische Probleme damit hat. Auch körperliche. Und körperliche, ja, ja, genau, ja. Rheuma ist vorhanden, das Knie ist operiert worden, in beiden Knien Arthrose, also. Und das alles schon mit 27? Ja. Mhm. Also für mich ist interessant oder wichtig, dass du sagst, ich wäre dazu bereit. Ich sehe meinen Zustand so, dass ich bereit bin, in eine Klinik zu gehen oder wirklich unter ärztlicher Aufsicht was zu machen. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja. So, Sabine. Jetzt, ich will mich damit nicht zufrieden geben, dass das jetzt einmal abgelehnt wurde und damit für alle Zeiten kein Thema mehr ist. Hm. Meine Psychologin hat dieses Gespräch mitgehört. Hm. Sie wird dich jetzt gleich, wenn wir uns verabschiedet haben, zurückrufen. Hm. Und dann bekommst du von der Magdalena Tipps und Anregungen, wie du das eventuell nochmal neu angehen kannst und welche Wege du auf jeden Fall beschreiten solltest. Darf ich dich schnell noch was fragen? Bitte. Und zwar geht es darum, ich habe auch keinen Freundeskreis oder habe überhaupt keine Freunde eigentlich hier. Vielleicht gibt es da draußen irgendjemanden, der das gleiche Problem hat wie ich, wo man vielleicht ein wenig Kontakt knüpfen könnte. Ja, okay, gerne. Also wenn jemand mit Sabine Kontakt haben möchte, der möge uns mailen. Und dann werden wir dich informieren und dann könnt ihr sehen, wie ihr da miteinander umgeht und in Kontakt tretet. Wäre ich sehr glücklich, wenn das was ergebe. Das machen wir sehr gerne, Sabine. Alles klar. Jetzt legst du bitte auf und Magdalena ruft dich an. Vielen Dank. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt machen wir ein klein bisschen Musik und dann warten wir auf die WDR-Fernsehzuschauer. Bis gleich. Meine lieben WDR-Fernsehzuschauer, nun seid ihr auch da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind im WDR-Fernsehen ein bisschen später. Wir bitten das zu entschuldigen. Aber nun sind wir alle vollzählig und versammelt hier. Ich freue mich, dass es dann jetzt auch losgehen kann in vertrauter Runde. Und Freitag ist eine freie Themennacht. Das wisst ihr ja. Freitag könnt ihr mich zu jedem Thema anrufen, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Und unsere Telefonnummer lautet wie immer, und die ist wie immer kostenfrei, 0800 220 50 50. Ich bin gespannt auf eure Themen und eure Anrufe. Und jetzt geht es weiter mit der Sarah. Und Sarah ist 20. Guten Morgen. Ja, hallo. Ja, hallo. Guten Morgen, Sarah. Ja. Hi, Domian. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Um was geht's bei dir?
Ja, es geht darum, und zwar habe ich entdeckt, dass mein Schwager, also der Freund von meiner Schwester, die sind nicht verheiratet, dass der auf schwulen Seiten geht im Internet. Der benutzt halt unseren PC mit. Ich wohne noch bei meinen Eltern. Ja. Ja, und das habe ich gar nicht verstanden. Du wohnst bei deinen Eltern? Ich wohne noch bei meinen Eltern. Und wie hast du das rausgekriegt, dass er auf schwulen Seiten geht? Ja, also man kann da auf Verlauf gehen und... Ja, das ist mir schon klar. Wohnt denn der Schwager auch bei euch im Haus? Nein, also die wohnen in der Wohnung zusammen, die beiden. Und wie bist du an den PC von ihm gekommen? Nein, er benutzt immer unseren PC. Ach so. Von meinen Eltern. Die haben selber kein Internet und sind halt ein paar Mal in der Woche bei uns und dann guckt er immer seine E-Mails angeblich nach und ja. Verstehe. Ja. Sehr ungeschickt, wenn man sowas geheim machen will. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Thema. Eben. Ja. Ja, also ich will das Internetthema jetzt auch nicht weiter irgendwie ausschweifen lassen. Das ist auf jeden Fall sicher, dass er diese Seiten halt besucht und sich auch wirklich mit Leuten da trifft. Das habe ich auch gesehen, ne? Also gelesen. Ach, das hast du auch rausgekriegt? Das habe ich auch rausgekriegt, ja. Und das sind halt zwei Seiten, wo er da angemeldet ist und auf der einen Seite sogar mit seinem richtigen Namen, also mit seinem Vornamen und mit seinem Geburtsdatum. Also das Profil konnte ich einsehen und da steht dann auch wirklich, also Größe, alles, es stimmt alles überein, Postleitzahl, alles Mögliche. Also besteht kein Zweifel, das ist wirklich so, ne? Ich habe das jetzt meiner Tante und meiner Mama erzählt, weil ich mit denen halt am besten klarkomme. Und wir haben ihn jetzt vor 2 Tagen damit konfrontiert. Ich weiß das jetzt seit November. Ach, ihr habt ihn konfrontiert mit eurem Wissen? Genau, ja. Und das vor 2 Tagen. Wir wissen das aber schon seit November. Ja. So, und wir haben ein super Verhältnis mit ihm. Er ist wie mein großer Bruder geworden. Mhm. Und deswegen fiel uns das auch so schwer, das jetzt auch öffentlich zu machen. Mhm. Und wir wollten ihm jetzt die Chance geben, dass wir ihm einfach sagen, wir stehen hinter dir. Wenn das wirklich so ist, dann stehen wir zu dir. Und du kannst dir jetzt überlegen, ob du es der Nadine sagst oder ob wir es ihr sagen. Also seine Frau spricht deiner Schwester. Ganz genau. Also verheiratet sind sie nicht, ne? Ja, ja, okay. Seiner Freundin. Wie hat er denn spontan reagiert, als ihr ihm das da hingelegt habt? Totale Abwehrhaltung. Er hat gesagt, hetero geht gar nicht, als wie er ist. Und er hat über Schwule abgelästert und wie ich sowas über ihn denken könnte, dass er bi wäre oder schwul oder sonst was. Und aber ihr hattet ja nun handfeste Beweise. Wie hat er sich versucht rauszureden? Also ich hatte jetzt das nicht ausgedruckt, aber ich habe ihm das halt alles genau erklärt und er kennt sich auch mit Internet gut aus und er hat gesagt, ja, vielleicht will mich da jemand reinreiten, meine Ex oder sonst was. Aber im Nachhinein ist mir eingefallen, warum sollte das... Das ist totaler Schwachsinn. Das hat er einfach nur aus, weil er jetzt total aufgeregt war und nicht wusste, was er sagen sollte, gesagt. Weil endete denn das Gespräch so, dass er es abgestritten hat? Ja, das ist so. Ja, und ja, das ist es halt. Und jetzt wisst ihr nicht, was ihr machen sollt? Nee, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll, weil ich frage mich einfach, ich kenne ihn ja jetzt mittlerweile auch länger und ich weiß, dass er, selbst wenn wir ihm jetzt das Gefühl geben, er könnte mit mir in ein paar Wochen nochmal, wenn es bei ihm gesagt ist, mal drüber reden. Ja. Aber er wird es nicht zugeben. Und die Sache ist einfach... Ich will ihm auch helfen. Mir tut das auch total leid, in welcher Situation er ist, aber ich verstehe nicht, warum er das nicht irgendwie zugeben kann. Ja. Also er guckt mir in die Augen und sagt, das stimmt nicht. Und wir haben doch die Beweise. Seid ihr denn ganz sicher, dass das nicht vielleicht jemand anderes... Nein, also es ist wirklich ganz sicher. Wirklich. Wie viele Menschen kommen an den PC ran? Nur ich und mein Papa hat einen eigenen PC und er. Und sonst geht da gar keiner dran. Mhm. Das ist wirklich so. Also es ist wirklich hundertprozentig. Also definitiv ist eine falsche Überlegung ausgeschlossen. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Auch meine Tante, auch meine Mama, denen habe ich es auch gezeigt. Ist eindeutig, wirklich. Ist er denn dann zornig rausgegangen aus dem Gespräch? Bitte? Ist er aus dem Gespräch mit euch zornig rausgegangen? Nein, also das überhaupt nicht. Wir haben ihm jetzt das Gefühl gegeben, dass wir ihm erstmal glauben. Ich habe ihm gesagt, pass auf, ich glaube dir nicht hundertprozentig. Mhm. Ich möchte, dass du dich mit mir an den PC setzt, wenn mein Papa nicht da ist und also es keiner mitkriegen kann. Mhm. Und dass du dir das anguckst und mir auch sagst, dass du genauso gedacht hättest, wenn du das alles gelesen hättest. Mhm. Und ich meine, die nächsten Tage werden jetzt zeigen, was dabei rauskommt. Aber also er wird es nicht zugeben, das weiß ich. Und ich meine... Aber ich möchte ihm irgendwie die Chance geben, dass er es selber meiner Schwester sagt, aber er möchte nicht. Er hat gesagt, er möchte aus einer Mücke keinen Elefanten machen. Ja, dafür müsste man ja die Mücke sogar als Mücke sehen erstmal. Ja, eben. Ne? Er hat gesagt, ja, ihr sagt mir das schon so, als ob ich glaube das ja schon fast selber, was ihr mir da erzählt, hat er gesagt. Also ich habe ihm angesehen, dass er lügt. Ich kenne ihn mittlerweile so gut. Ja, das ist auch eine komische Aussage. Ich glaube das ja schon fast schon selber. Entweder ist man so empört und so vielleicht schon wütend nach dem Motto, was redet ihr mir da ein? Ich habe das nicht gemacht, Punkt aus. Keine Diskussion. Aber so ganz vehement und überzeugt hat er auch nicht reagiert.
Ja, er hat so gesagt, ja, die Beweise sprechen ja schon dafür, aber ich bin es nicht. Er hat mir in die Augen geguckt, hat gesagt, ich bin es nicht. Also er hat es so abgestritten, das ist wirklich der Hammer. Also. Ja, aber jetzt weiß er ja, dass das Wissen unterm Volk ist. Zumindest ist es bei dir, bei deiner Mutter und bei deiner Tante. Ja. Und das wird ja, das ist ja nur mal gerade ein paar Tage erst her, seitdem ihr mit ihm gesprochen habt. Das wird jetzt schon in dem gären. Ich würde erstmal mich zurückhalten an eurer Stelle. Zumindest eine ganze Weile, ein paar Wochen. Das kommt jetzt auch auf den Tag nicht an. Ja, ich weiß es nicht. Du hast, was treibt dich denn so um? Ja, also erstens mal, dass rausgefunden wurde, dass bei meiner Schwester Darmbakterien gefunden wurden. In der Vagina. Darmbakterien? Ja, und die Ärztin halt auch gesagt hat, dass es halt nur durch Analverkehr kommen kann. Und sie uns aber, also das ist auch wirklich hundertprozentig, also sie hat keinen Analverkehr mit ihm. Das, also sie ist da so offen und redet mit uns auch darüber und hat gesagt, also sie wundert sich, woher kommt das, das kann doch nicht sein und ich mach das nicht. Und gut, aber jetzt unterstellen wir ganz viel. Jetzt unterstellen wir, dass er schon Sex mit Männern hat und wir unterstellen sogar, dass er ungeschützten Sex mit Männern hat. Vorsicht! Vorsicht, ja, ne? Nur aufgrund solcher Vermutungen. Ja, aber ich habe ja gelesen, dass er sich da in so einem Forum halt geschrieben hat, ich suche für jetzt gleich das und das. Und also ach so, er hat sich auch schon getroffen und in seinem Profil steht auch, dass er eine Erfahrung mit einem Mann schon hatte. Und also er hatte definitiv schon was mit einem Mann. Okay, dann wie wäre es mit folgender Überlegung? Dass ihr ihm einfach mal so eine Woche, sagen wir mal, so eine Woche Zeit lasst? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Vielleicht zwei Wochen. Und dann sprichst du ihn nochmal an, nach dem Motto, dass dir das keine Ruhe lässt. Und dass du auch eine natürlich eine Loyalität deiner Schwester gegenüber empfindest, ja, deine große sogar. Ja, gesagt, klar. Genau. Und das wird jeder verstehen, dass wenn so eine Vermutung da ist und die sich sogar erhärtet aufgrund deiner ganzen Indizien, dass man, wenn man dann ein gutes Verhältnis zu der Schwester hat, ich finde euer Vorgehen auch völlig korrekt, dass ihr erstmal mit ihm gesprochen habt. Ja. Dass er die Chance hat, das mit seiner Freundin zu klären und dass ihr nicht direkt zur Schwester gegangen seid. So, aber wenn er dann beim zweiten Gespräch immer noch sehr, sehr, sehr abweisend reagiert, fände ich das auch legitim, wenn du deiner Schwester darüber Bescheid geben würdest. Dann muss es halt in einer größeren oder anderen Konstellation besprochen werden und er muss sich dazu, er muss Stellung beziehen. Ja, oder? Ja, finde ich schon. Also dich hart, aber, ja. Ich merke, dass sich das schon sehr emotionalisiert, ne? Ja, allerdings. Ich meine, es ist ja auch okay, wenn das würde ja auch bedeuten, dass er deine Schwester hintergeht. Das ist ja jetzt erstmal völlig wurscht, ob mit einem Mann oder einer Frau, er hintergeht deine Schwester. Ja. Und das, ja gut, aber ja, ich gehe davon aus, dass es bei ihm wahrscheinlich auch einfach nur eine Sexsache ist. Also ich habe auch gesagt, ja, vielleicht ist es bei dir nur eine Sexsache und weil er liebt sie wirklich, das merkt man auch. Ja, okay, das ist ja völlig wurscht. Das könnte ja auch eine Sexsache mit einer Frau sein, da wird er sie auch hintergehen. Ja, ne? Klar. Also, ja, aber das ist halt eine Neigung von ihm. Das ist vielleicht was anderes, als wenn er sie jetzt mit einer Frau betrügen würde. Ja, finde ich. Ja, ne? Ja, klar. Jedenfalls ist es natürlich, wenn es wirklich alles so stimmt, ist es äußerst wichtig, dass deine Schwester Bescheid darüber weiß und dass die auch in der Beziehung offen darüber reden. Vielleicht finden die eine Übereinkunft, dass er das irgendwie leben kann, ohne dass ihre Liebe beschädigt wird. Ja, aber ich verstehe deinen Konflikt. Ich verstehe deinen Konflikt. Also jetzt, wenn du wirklich sicher bist, dass da alles ausgeschlossen ist an Fehlvermutungen. Bin dann, ich, weil ich habe deswegen habe ich ja auch so lange gewartet, um lange genug zu recherchieren, um auch zu wissen, dass es auch wirklich 100 pro ist. Ne? Okay, wartet zwei Wochen und dann redet wieder mit ihm. Ja. Es ist ja interessant, wie er dann reagieren wird. Ob er dann genervt reagiert, ob er vielleicht ein bisschen einlenkend reagiert, wie auch immer. Aber ich soll dabei bleiben, dass ich ihm nicht glaube. Ja, das kann ich dir doch nicht sagen. Du hast doch die Indizien in der Hand. Ja. Und wenn du hast es mir jetzt so verkauft, als wäre das hundertprozentig sicher. Ja, ist es. Aber ich habe ihm jetzt halt das Gefühl gegeben, dass ich ihm irgendwie so ein bisschen glaube schon. Nee, dann würde ich das nicht tun. Dann würde ich das aber auch genauso vertreten, wie ich das empfinde. Es tut mir so weh, ihm dann, ich weiß auch nicht, das ist richtig krass für mich, auf jeden Fall. Ja gut, aber da musst du irgendwann hinweggehen, finde ich. Also, da musst du zu dem auch stehen, was du selbst denkst und ja, klar. Ne, was du für richtig hältst. Liebe Sarah, in diesem Sinne, alles Gute. Ja. Auf Wiederhören. Ja, super Sendung übrigens. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann ran ans Telefon. Das ist eine kostenfreie Nummer oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Cindy ist 19. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Cindy. Um was geht's? Es geht darum, mein Vater ist drogenabhängig. Mhm. Und ja, es verletzt mich halt ziemlich doll, weil der ist erst seit ca. 6,5 Jahren drogenabhängig. Wie alt ist dein Vater? Mein Vater ist 42. 42. Und seit 6,5 Jahren ist drogenabhängig? Ja. Welche Drogen nimmt er? Heroin. Heroin. Und hast du gerade gesagt, er verletzt dich oder sich? Er verletzt mich in dem Sinne. Weil mein Vater ist so... mein Vater, ich war immer das Papakind gewesen. Ja. Und mein Vater war mit im ganzen Leben ungefähr 15 Jahre auch schon im Gefängnis gewesen und hat auch im Gefängnis mit den Drogen angefangen. Ach so. Weswegen war er im Gefängnis so lange? Mein Vater war eben vieles im Gefängnis. Wegen Einbrüche, Diebstahl, jetzt nichts, jetzt was, er hat niemals Menschen wehgetan. Das hat er nie gemacht. Aber deswegen. Und ich hatte mir auch schon vor, also ich habe es getan, habe mir wegen ihm die Pulter dann aufgeschnitten. Und habe es gerade so, also mein Freund, mit dem ich jetzt seit 4 Jahren zusammen bin, der konnte es gerade noch so verhindern. Weil ich bin so verletzt, ich bin so tief verletzt, ich weiß nicht weiter. Wohnst du mit deinem Vater zusammen? Nein, ich wohne mit meiner Mutter, also mein Vater hat meine Mutter auch damals geschlagen, das habe ich auch mitgekriegt alles. Achso, und die sind jetzt getrennt? Meine Mutter hat von meinem Vater getrennt gehabt, ja. Leider etwas zu spät, weil die Liebe einfach größer war. Aber ja. Also aber dennoch hast du, du wohnst bei deiner Mutter, hast aber dennoch auch ein enges Herzens, nicht bei der Mutter? Bei meiner Mutter wohne ich, aber zu meiner Mutter habe ich ein sehr enges und liebevolles Verhältnis. Und zu dem Vater nicht so? Nein, also mein Vater seilt sich total ab, genauso wie ich, weil ich will mich auch schützen. Kann es dann einfach nicht sehen. Aber wenn du sagst, dass dich das so, ich habe es gerade in dem Sinne verstanden, dass dich das seelisch so verletzt, dass er das macht. Ja. Wie kommt das, wenn deine Beziehung zu ihm nicht so sehr eng ist? Warum verletzt dich das dann so? Naja, weil ich mein Vater, ab und zu laufe ich ihm über den Weg. Und dadurch, dass ich damals, bin mit meinem Vater immer durch dick und dünn gegangen, immer, schon immer. Ja gut, aber er war doch so lange im Knast, so viel schon immer gibt es doch nicht. Aber meistens war es gewesen, wo ich klein war. Da habe ich das halt alles nicht so richtig mitbekommen. Und mein Vater hat mich überall mit hingeschleppt. Er hat mit mir immer Sachen gemacht, mein Vater hat alles mit mir gemacht gehabt. Aber hast du nicht gerade gesagt, dass der fast 15 Jahre im Knast war? Ja, also verteilt. Ach so, verteilt. Auch noch früher dann, als du noch gar nicht da warst. Nee, auch als ich noch nicht da war. Also ich bin jetzt 19, wo ich dann ganz klein war, also da war es noch nicht so, da habe ich halt nichts mitbekommen. Ach so, und er war immer wieder zwischendurch zu Hause? Wirklich. Also mein Vater, deswegen sage ich ja, ich weine sehr viel, ich schreibe sehr viele Briefe. Er hat meine Mutter geschlagen, ich habe alles mitgekriegt, ich habe noch einen 12-jährigen Bruder, Gott sei Dank hat der das nicht so mitbekommen. Also es geht dir doch sehr ans Herz. Sehr doll, ich weiß nicht weiter. Obwohl du gar nicht so mit ihm so verbandelt bist im Moment. Ja, das kann man nicht, so kann man das nicht eigentlich auch nicht beschreiben, das ist anders. Also das ist so, wenn ich, ab und zu sehe ich ihn, aber dann wirklich nur flüchtig. Er versteckt sich auch vor seinem eigenen Ich. Wenn er dann mal hier ist, ab und zu ist dann die Phase, dann kommt er her und meine Mutter lässt ihn halt auch rein, aber meistens eskaliert es im Streit, weil meine Mutter die ganze Situation auch einfach nicht versteht, weil sie verletzt es auch sehr. Hast du denn mit deinem Vater über diesen Zustand, dass er heroinabhängig gesprochen? Oft genug, wenn ich es mal grob sagen darf, hab mir den Arsch von meinem Vater aufgerissen. Er hat gelogen, wirklich, er hat mich böse angelogen. Ja. Ich habe alles für ihn gemacht. Er hat 6 Therapien hat er probiert, also im Allgemeinen, jetzt auch zu Hause und auch schon in der Klinik. Ich habe alles für ihn gemacht. Ich bin hingefahren, ich habe ihn alles gebracht, ich habe wirklich alles gemacht. Und das heißt, du kannst mit deinen 19 Jahren sagen, ich habe eigentlich fast alles schon getan, was ich tun kann. Ja, ich könnte einen Bestseller schreiben. Wirklich. Ich könnte wirklich einen Bestseller schreiben. Was macht er denn sonst so im Leben? Hat er einen Job? Gar nicht mehr. Mein Vater, also das ist die Beschaffungskriminalität durch das Heroin eben. Ach so, das heißt, er hängt schon wieder in der kriminellen Szene drin? In dem Sinne ja. Wenn man so sagt, ja. In dem Sinne hängt er in der Also er ist letztendlich unterwegs, um das Geld heranzukarren, um sich den Stoff zu kaufen. Ja, genau, nur. Das macht er nur. Bist du natürlich, Cindy, und vor allen Dingen nach dem, was du schon getan hast, glaube ich, komplett überfordert. Ja. Und auch am Rande deiner Möglichkeiten oder am Ende deiner Möglichkeiten, sagen wir es so. Das heißt, jetzt finde ich erstmal so interessant oder wichtig, dass du lernen müsstest, dich abzugrenzen zu ihm. Das sagen mir, meine Mutter sagt mir das auch immer. Ja. Aber sie sagen, das ist so verdammt schwer. Ja, das ist natürlich so leicht gesagt. Das sind andererseits komplizierte Verbindungen, die du zu deinem Vater hast. Und da kann man nicht einfach sagen, du musst dich abgrenzen und dann grenzt du dich ab. So einfach ist es natürlich nicht. Ich glaube, de facto ist, dass du deinem Vater nicht helfen kannst.
Nee, das kann ich auch nicht mehr. Ja, das musst du schon mal akzeptieren. So, die zweite Frage ist jetzt, wie kannst du dir selbst helfen oder vielleicht kann dir jemand anderes helfen, damit dieses Schicksal, das dein Vater hat und was dir so zu Herzen geht, dass dir das nicht mehr so zu Herzen geht? Das ist die entscheidende Frage und ich glaube, die kannst du nur mit Hilfe eines Fachmanns klären. Ja, das hat meine Mutter auch gesagt gehabt, aber da sage ich auch ganz ehrlich, davor habe ich Angst, weil ich denke mir einfach, deswegen, wie soll ich das, das kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen, wirklich, also sonst hätte ich mir nicht probiert, das Leben zu nehmen. Man kann ganz vieles in Worte fassen. Guck mal, du rufst mich als wildfremden Menschen hier in eine Sendung an und hast mir schon mal ein bisschen was erzählt. Ja, bei Ihnen, also beziehungsweise bei dir ist es halt so, das ist so, als wenn man gleich ein Vertrauen dazu hat. Wenn man nur deine Sendung sieht, da sagt man, da muss man anrufen, den Menschen muss man das erzählen. Das freut mich, dass du so siehst, aber ich garantiere dir, dass du auch einen Psychologen oder eine Psychologin finden wirst. Ja. Da muss man vielleicht suchen, vielleicht funktioniert das nicht sofort. Wo du auch hingehst und wo du ein Gefühl hast, Mensch, der Typ ist gut, mit dem kann ich reden. Und wo ihr dann so wirklich peu à peu ins Eingemachte geht. Und ja, aber was soll ich machen? Ich will ja meinen Vater, ich will ihn ja auch wieder haben. Ich will ja meinen alten Papa wieder haben. Ich will ihn ja nicht so. Ja, aber du musst jetzt erstmal akzeptieren, dass du nichts machen kannst. Der Mann, wie alt ist er? 42, ne? Das ist ein erwachsener Kerl. Der trägt Verantwortung für sein Leben. Und das kannst du mit deinen 19 Jahren nicht stemmen. Ja, aber er hat doch auch Familie. Kann sich einfach im Stich lassen. Das kannst du ihm vorwerfen, aber du kannst es... Das haben sie oft genug gemacht. Ja. Er sagt immer, ja, er ändert sich, aber er tut ja nichts. Und du musst es akzeptieren, vielleicht auch das... Du musst es lernen zu akzeptieren, dass der Typ so ist, wie er ist im Moment. Was sehr bitter ist, glaube ich. Das ist super bitter, das glaube ich. Aber nur so schaffst du es irgendwie richtig für dich alleine auf die Füße zu kommen. Also das ist ganz schlimm, mein Bruder. Sonst zieht er dich mit runter. Er hat mich schon mit runter, grob gesagt. Ja. Deswegen sage ich ja, das ist ganz schlimm. Mein Bruder ist 12, hat ihn erwischt, wie er sich gerade in Schuss gesetzt hat, wenn ich es mal so sagen darf. Ja. Ich war dabei gewesen, wie er meine Nase gezogen hat. Das war ganz am Anfang. Ja. Und das sind halt alles Sachen, die hat er mir vor. Also ich selber fasse, ich würde niemals in meinem Leben Drogen anfassen. So, Cindy, jetzt möchte ich, dass du mit meiner Psychologin sprichst. Ja. Denn ich finde, dass du dringend Hilfe brauchst. Und sie, die Magdalena, wird dir jetzt ein paar Tipps geben, wie du das in deiner Umgebung, wo du lebst, am besten anstellen könntest. Ja, danke schön. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Wir melden uns jetzt. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Matthias. Matthias ist 30. Guten Morgen, Matthias. Ich grüße dich, lieber Domian. Ja, lieber hi. Matthias, hi. Es ist eine romantische Nacht auf der A43, weil die ist gerade voll gesperrt, aber das ist nicht der Grund meines Anrufs, da stehe ich gerade. Du stehst im Stau irgendwo, oder was? Richtig, genau, voll gesperrt, hier bewegt sich gar nichts. Was ist los, ein Unfall oder Bauarbeiten? Ja, es ist ein Unfall und hier geht gar nichts und einige Leute wenden hier völlig verantwortungslos mitten auf der Autobahn. Das werde ich nicht tun, ich spreche lieber mit dir. Ja. Ich habe nämlich eben deine Sendung gehört und da fiel mir ein, dass wir uns vor 10 Jahren schon mal gesprochen haben. Und du mir dann gesagt hast, ruf mich einfach an, wenn du Klarheit hast über diese Frage, die es damals war. Damals ging es um das Thema, ich bin schwul oder habe mich schwul gefühlt und da habe ich dich angerufen, weil ich so eine Irritation hatte. Ja. Ich war da gerade mit einer Frau zusammen und dachte, oh Gott, ich will viel lieber heterosexuell sein und Familie und Kinder. Ja. Und dann hast du zu mir gesagt, Matthias, ich glaube, du bist schwul und Familie und Kinder, das muss ich gar nicht ausschließen. Ruf mich wieder an, wenn du Bescheid weißt. Hier bin ich. Und, nach 10 Jahren, die 10 Jahre sind rum. Wie ist der Zustand jetzt? Der Zustand ist, dass ich ein schwules Leben lebe. Ja. Ich bin damit sehr glücklich. Ja. Hatte eine sehr lange Beziehung, die ist jetzt nicht mehr, aber das ist auch in Ordnung und besser für beide. Mhm. Zum Thema Familienplanung und Kinder ist es so, dass ich eine lesbische Freundin habe und das geplant ist, sobald sie ihren Facharzt hat, dass wir ein Kind in die Welt setzen wollen. Ja. Und dann so ein Lebensmodell geplant ist, wie zu viert leben, also lesbisches Paar, schwules Paar unter einem Dach mit Kind, vielleicht auch noch mit einem zweiten Kind, mal schauen. Ja. Und insofern hast du recht behalten, dass es sich nämlich gar nicht ausschließen muss und sich auch nicht ausschließen wird. Und darüber bin ich sehr froh und es fühlt sich für mich ganz gut an. Und das freut mich sehr zu hören. Genau, deswegen rufe ich dich an. Aber wie das immer so ist, ne, wie das bei mir war vor 10 Jahren, wir haben es ja vor 2 Anrufen auch gehört, sich zu committen zum schwulen Leben muss nicht immer leicht sein. Mhm. Und insofern vielleicht auch an dieser Stelle ein bisschen Mut für all diejenigen, die sich das nicht so unbedingt trauen, dass man sehr wohl schwul leben kann und das sogar sehr gut. Und dass man auch ungewöhnliche Modelle, wie du sie gerade angesprochen hast, halt auch leben kann. Und dass es eben nicht auszuschließen ist, dass man eben auch Kinder aufzieht.
So ist es. Und so ungewöhnlich ist das Modell eigentlich gar nicht. Also es gibt zum Beispiel wahnsinnig viele lesbische Paare, die Kinder mitbringen in die Beziehung. Ja. Plötzlich fällt das dann vom Himmel, dass es sowas gibt. Ja. Und ich weiß es also auch von einigen schwulen Freunden, die das auch längst schon gemacht haben, also mit lesbischen Freundinnen Kinder zu haben. Und es funktioniert sehr, sehr gut. Das ist eine große Bereicherung und das ist mindestens genauso gut wie jede andere Familie auch. Aber dafür brauchst du jetzt erstmal wieder einen Freund, ne? Du bist im Moment solo, habe ich gerade rausgehört. Jawohl, so ist es. Ich bin im Moment solo und sie hat im Moment eine Freundin da, mit der sie zusammen lebt. Und es ist natürlich immer so ein bisschen die Sache, dass man sich auch überlegen muss, geht das dann auch zu viert wirklich gut, weil ja im Prinzip ja immer eine Partnerin und ein Partner ja außen vor ist. Dessen Kind ist das dann nicht. Ja. Und das muss natürlich auch gewollt sein und von allen getragen werden. Ja, das ist natürlich ein kompliziertes Lebensmodell, aber warum nicht? Warum nicht ausprobieren und es zumindest zu planen und es zu testen dann, wenn es dann soweit ist. Richtig, das wird dann der Fall sein. Das wird dann der Fall sein. Genau. Ja, Matthias, das ist ja schön. Ne? Finde ich nämlich auch. Jetzt bin ich gespannt, was du mir in 10 Jahren erzählen wirst. Ja, hör mal zu, dann rufe ich wieder an. Wenn du irgendwo auf der Autobahn stehst oder was auch immer du tust. Ja, wahrscheinlich ist die Kleine oder der Kleine dann irgendwie gerade dabei, so kurz vor Einschulung oder so vielleicht. Wahrscheinlich, so wird's kommen. Also, ich wünsche dir was. Ja, ich wünsche euch, dass ihr da nicht mehr so lange stehen müsst und hoffe, dass das kein so schlimmer Unfall war. Du, es rollt hier gerade wieder an. Mein erster Gedanke war auch, hoffentlich ist keiner gestorben. Ja. Und die 1,5 Stunden hier in der Nacht, mein Gott, so schlimm ist es auch. Also das ist A3, sagst du, ne? Grüßen wir alle Leute auf der A3, da werden uns bestimmt viele zuhören im Moment. A43. Domian, ciao. Matthias, mach's gut, tschüss. Tschüss. Und Lisa ist hier. Lisa ist 23, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Lisa, was ist dein Thema? Mein Thema ist, meine beiden Eltern sind gestorben. Meine Mutter ziemlich früh als ich 4 war und mein Vater im Dezember. Letzten Dezember? Genau. Ja. Und halt beide an Krebs. Und ja, und meine Stiefmutter, also mein Vater hat geheiratet nochmal, als ich 10 war. Mhm. Und meine Stiefmutter ist halt auch erkrankt, schon zum zweiten Mal, also auch an Krebs. Und das ist jetzt halt ein Rückfall. Mhm. Seitdem mein Vater halt krank war, 2 Monate später ist sie halt auch wieder erkrankt. Weil sie das wahrscheinlich auch so mitgenommen hat und das Immunsystem dann ähnlich. Halt auch an Krebs und... Das macht mich halt alles irgendwie total fertig. Weil wie ist denn dein Verhältnis zu der Stiefmutter? Also mein Verhältnis ist als Bezugsperson zu ihr, sag ich mal, relativ gut. Mhm. Sie war jetzt nie irgendwie so ein Mutterersatz für mich. Also die körperliche Nähe war jetzt nie so da. Mhm. Obwohl du ja eigentlich dann bei ihr aufgewachsen bist. Genau, ne? genau. Aber sie ist halt nicht so eine offene Person und kann halt nicht so gut auf Leute zugehen und hat auch nie irgendwie mich so großartig in den Arm genommen. Aber ich weiß halt, dass sie mich sehr mag, das weiß ich schon. Gibt es denn da auch noch Kinder, die beiden zusammenbekommen haben? Ja, genau. Also ich habe noch eine kleine Schwester und die ist jetzt 10. Ja. Ist sie mit der anders umgegangen als mit dir? Schon ein bisschen, aber man merkt bei ihr auch, dass sie halt nicht so die Person ist. Die ist halt nicht vom Typ her so genau, eine offene. Genau, aber schon, natürlich. Sie behandelt sie schon wie ihr Kind. Das ist denn dein Papa plötzlich verstorben? Ja, oder? Das heißt ja, also er hat letztes Jahr im Sommer wohl diagnostiziert, dass er Lungenkrebs hat. Mhm. Und es war halt schon fortgeschritten und... Wie alt ist er geworden? 51. 51 nur? Ja, meine Mutter ist halt damals 32 geworden. Was hatte sie für einen Krebs? Sie hatte eine Lymphdrüsen. Ja. Das heißt, das hat man bei deinem Vater zu spät entdeckt und man konnte nicht mehr viel mehr machen. Ganz genau. Und ich denke halt, dass er auch Angst hatte, zum Arzt zu gehen, weil er hatte schon Beschwerden und wir haben ihm gesagt, er soll gehen. Dann war er zwischendurch und der Arzt hat halt gedacht oder gesagt, es kommt vom Herzen und hat ihm so einen Beta-Blocker verschrieben und solche Sachen. Der hat nicht geprüft, ob irgendwas in der Lunge ist. Ist er denn noch, als es dann festgestellt wurde, ist er dann nochmal operiert worden? Oder nein, das ging nicht mehr. Das ging ja so schlimm, war es schon. Also gelasert oder so. Hat er denn in den letzten Tagen und Wochen oder ja Wochen und Tage hat er sehr gelitten? Also in den letzten Wochen auf jeden Fall und er hat sich es nicht anmerken lassen, ob er jetzt Schmerzen hat oder wie groß die Schmerzen waren oder nicht. Und ja, die Sache ist halt auch noch, dass ich halt letzten Sommer, ich hatte halt mich ein Jahr vorher schon für ein Praktikum beworben in Indien. Und dann stand das halt letzten Sommer an, im September, also ich bin Studentin. Ja. Und dann war die Frage, ob ich fahre oder nicht. Ja. Und er hat halt gesagt, ich soll fahren und er wollte halt, dass ich gehe.
und mit der Bedingung, dass ich halt jederzeit zurückkommen kann. Mhm. Und das Praktikum sollte eigentlich bis Mitte Dezember gehen und dann bin ich halt gefahren. Also mir war auch nicht wohl dabei, aber irgendwie wollte ich halt auch nicht, dass er ein schlechtes Gewissen hat, dass ich halt da bleibe. Und dann hat er mich halt Mitte November angerufen und hat gesagt, dass ich zurückkommen soll. Mhm. Weil bei meiner Stiefmutter halt auch wieder festgestellt wurde, dass... Bist du dann zurückgekommen? Genau, ich bin dann direkt... Ja. Was für ein Praktikum war das? Das war im Goethe-Institut. Ah, ja. Und ich war halt zu dem Zeitpunkt, als er mich angerufen hat, wir haben eigentlich jeden Tag telefoniert, lag ich halt selber dort im Krankenhaus und hatte halt eine Magenentzündung, nichts Schlimmes, aber ich bin dann halt hab direkt umgebucht und bin direkt zurückgekommen und war dann halt noch anderthalb Monate quasi bei ihm, war die ganze Zeit zu Hause. Warst du dabei, als er gestorben ist? Quasi, also ich hatte mich hingelegt und meine Stiefmutter saß halt bei ihm am Bett, weil ich konnte halt nicht mehr, ich war sehr müde und es war halt nachts und dann hat sie mich halt direkt geweckt. Ich war eine Stunde vorher noch bei ihm. Hat man ihn denn so versorgt, dass er keine Schmerzen hat aushalten müssen? Genau. Also wir haben halt, natürlich, ich war halt fast 24 Stunden waren wir halt bei ihm oder einer von uns. Und wir haben halt die Nacht davor, da war es schon ziemlich schlimm und er wollte halt unbedingt, dass der Arzt die Morphin spritzt und so weiter, weil er einfach solche Schmerzen hatte und das haben wir auch gemacht und wir haben zum Teil auch selber noch gespritzt, als es halt schlimmer wurde. Ja, das war halt schon auf jeden Fall so, dass er am Ende keine Schmerzen mehr hatte und das war auch gut so, aber ich habe auch erst selber eine Woche vorher realisiert, dass es jetzt keinen Ausweg mehr gibt. War er bei Bewusstsein bis zum Schluss? Nein, den letzten Tag nicht mehr. Also morgens habe ich ihm noch was zu essen gegeben, er hat fast gar nichts mehr gegessen, er war sehr dünn geworden. Und danach konnte ich nicht mehr mit ihm reden, aber ich bin halt froh, dass ich die Tage davor noch mit ihm über einige Sachen geredet habe. Das heißt, die Bindung war zu deinem Vater schon sehr stark. Ja, sehr groß. Sehr groß, ja. Und die Stiefmutter, welche Krebserkrankung hat sie jetzt? Also, sie war vor ungefähr 3 Jahren, hat man bei ihr Brustkrebs festgestellt und es konnte halt zunächst erstmal geheilt werden. Und jetzt im November wurde halt wieder was festgestellt und zwar Metastasen im Lungenbereich auch. Und das ist halt kein Lungenkrebs, aber es ist halt in der Lunge auf jeden Fall etwas. Und ich sitze gerade im Krankenhaus und man weiß noch nicht ganz genau, also heilbar ist es nicht, aber man kann halt auch wohl Jahre rausschlagen, aber es ist halt alles noch sehr ungewiss und das kann auch... Aber für dich ist es natürlich alles unfassbar bedrückend. Ja. Du hast gerade deinen Vater verloren und jetzt ist die Stiefmutter, zu der du ja auch dann, wie du gerade gesagt hast, ein ganz gutes Verhältnis hast, auch noch schwer erkrankt. Ja, das steckt man ja alles nicht einfach so weg. Und nein, vor allem, weil meine Mutter halt auch an Krebs gestorben ist und ich habe im Moment ist halt irgendwie die Panik so groß, dass ich auch auf jeden Fall krank bin. Ich weiß nicht, es kommt halt einfach irgendwie... Du wirst nicht krank sein, aber... Du solltest auf jeden Fall alle Vorsorgeuntersuchungen, die man so machen sollte, intensiv betreiben, da ja vielleicht eine genetische Veranlagung da ist. Ja, das mache ich auch. Aber wenn du es dann wirklich machst und hast du denn Menschen, die dir etwas Halt geben können? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe. Wer ist das? Mein Freund, der aber leider halt quasi 100 Kilometer, knapp 100 Kilometer in einer anderen Stadt halt wohnt. Seit letztem Jahr und ja, ich meine, ich... Wohnst du denn jetzt in der Stadt, wo auch deine Eltern gewohnt haben? Nein, ich wohne in der Stadt, in der meine Uni ist. Ich bin seit ein paar Wochen wieder hier. Achso, wie viele Kilometer entfernt ist das? Das ist nur 30 Kilometer. Achso, das geht dann, ja. Und ich bin halt zwischendurch zu Hause, aber ich kann im Moment halt nicht so häufig zu Hause sein, weil das alles irgendwie mich nur an ihn erinnert und ich einfach nicht mehr kann, weil ich auch die letzten Monate dann wirklich so intensiv... Zum Teil war meine Stiefmutter im Krankenhaus und ich war halt alleine mit meiner Schwester und meinem Vater. Und ist denn die Stiefmutter im Moment auch im Krankenhaus? Genau, sie ist gerade im Krankenhaus und ihre Schwester ist bei meiner kleinen Schwester. Also da gibt es schon Leute, die sich um die Frau kümmern. Das heißt, das musst du jetzt im Moment nicht auch noch übernehmen. Das ist ja schon mal ganz gut. Das heißt, für dich wäre jetzt das Allerwichtigste, dass du, das ist ja so frisch, das sind ja erst ein paar Wochen quasi her, dass du... Na, ich verarbeiten kann man das noch nicht nennen, aber dass du mit dem Gedanken und dem Schock einigermaßen klarkommst, sage ich mal, was passiert ist im Dezember. Das ist ja noch ein Schockzustand, unter dem du stehst. Ja, ich denke schon. Das glaube ich, wenn das im Dezember passiert ist, du hast das Sterben miterlebt, du hast alles hautnah erfasst.
dass du jetzt nicht zur Normalität schreiten kannst. Das ist mir völlig klar. Natürlich solltest du in eine Normalität gehen. Das tust du ja auch. Du bist ja wieder am Studieren. Aber im Inneren gibt es keine Normalität Ich habe Angst, dass sie nicht mehr wiederkommt. Die größte Angst war für mich immer, dass meinem Vater irgendwas passiert. Mhm. Ich meine, ich war früh mit dem Tod konfrontiert und ich wusste, dass alle Menschen irgendwann, dass es das halt gibt und dass es kommen muss. Aber wäre es mit 70 oder 80 gewesen, meinem Vater wäre das halt normal. Aber das ist halt für mich so schwierig, dass er halt auch so früh gestorben ist. Wie ist das denn, wenn du jetzt in deine Heimatstadt kommst, gehst du zum Grab deines Vaters? Ja, ich gehe hin, aber ich gehe, wenn mit meiner kleinen Schwester, weil sie ja gerne dorthin geht und meine Stiefmutter kann im Moment halt auch gar nicht so viel und dann gehe ich mit ihr. Aber für mich ist das nicht so wichtig. Für mich persönlich ist halt die Verbindung, die ich mit ihm halt irgendwie noch habe, wichtiger. Ob das auf dem Friedhof ist oder zu Hause, das spielt eigentlich nicht die Rolle, aber ich kann halt verstehen, dass meine Schwester als Kind irgendwie. Wie hast du denn die Beerdigung ertragen und überstanden? Ja, also ich wusste halt, die Woche, es war halt eine Woche dazwischen und ich habe halt auch die Vorbereitungen mitgemacht und so weiter. Es war natürlich alles hart, aber ich wusste, dass das für mich sehr wichtig ist, dass das auch mal der Abschluss ist. Es waren sehr viele Freunde von mir auch da und es war eigentlich, es waren so viele Leute da, weil er einfach so ein toller Mensch war. Mhm. Hast du denn jetzt in deiner Studienstadt, hast du denn da auch Freunde? Also ja. Freundinnen und... Also Menschen, mit denen du wirklich auch über dein Herz reden kannst. Ja, ja. Das geht schon. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das musst du. Du musst viel sprechen. Ja. Und wenn du Leute hast, bei denen man kann das ja nicht bei allen Leuten machen. Viele wollen das ja gar nicht hören. Weiß ich auch. Und manche Leute können damit nicht umgehen. Nein, das weiß ich auch. Also manche Leute in meinem Alter sind auch noch gar nicht damit konfrontiert worden. Und das kann ich auch gut verstehen, dass sie dann irgendwie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Das weiß ich auch. Weißt du, Lisa, wenn das jetzt so geballt ist, ich meine, das ist ja nun wirklich geballt bei dir, durch den Vater und jetzt die Stiefmutter und irgendwie im Hinterkopf die Angst, dass du krank werden könntest, weil deine Mutter auch so früh gestorben ist. Wäre das denn für dich eine Überlegung, dass du zumindest für einige Male mal zu einer Beratung gehen würdest? Ja, ich habe das, also einige Leute haben mir auch schon gesagt, dass ich das dann, also dass ich das machen sollte, weil man sich ja gar nicht vorstellen kann, was das für ein riesiger Schock ist, wenn so viel einfach passiert. Und ich habe das auch überlegt, aber ich habe halt Angst davor, weil es so viele schlechte oder Psychologen gibt oder Psychologen, die nicht zu einem passen. Ach, weißt du, Lisa, da gibt es eine ganz, ganz einfache Regel. Wenn dir diese Person in den ersten 5 Minuten nicht sympathisch ist, dann vergiss es, dann geh. Ich glaube, da muss man ganz emotional sein. Ja. Entweder funkt das gleich oder es funkt nicht. Und dann gehst du zu jemand anderem. Es gibt ja Gott sei Dank genügend Leute. Ja. Vielleicht wäre auch eine Selbsthilfegruppe für Trauernde auch eine Möglichkeit. Ja. Es ist natürlich immer hilfreicher, mit Menschen zusammen zu sein, die das verstehen, was du gerade empfindest. Ja, ich meine, ich habe eine Freundin, bei der ist auch ein Elternteil früh gestorben und das hilft dann auch. Sehr gut darüber reden. Das schon, aber es ist halt alles irgendwie, ich habe Angst um meine Schwester, ich habe Angst, dass ihr das auch passiert. Also da sind so viele Sachen, die dir über den Kopf wachsen, ne, im Moment. Insofern wäre so eine professionelle Unterstützung für eine Weile sicher sehr sinnvoll. Ich möchte gerne, dass meine Psychologin dir da einige Ratschläge jetzt gibt. Okay. Was du machen könntest, wo du es machen könntest in deiner Stadt. Wir haben ja hier alle Adressen und Anlaufstellen. Danke. Liebe Lisa, dann machen wir es so, dann legst du bitte auf und die Magdalena, das ist meine Psychologin heute Nacht, die ruft dich an. Okay, danke schön. Viel Kraft und alles Gute, Lisa. Ja, danke, Domian. Tschüss. Es geht weiter mit der Britta und Britta ist 40. Guten Morgen, Britta. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Britta. Grüße dich. Was ist dein Thema, Britta? Ja, ich fühle mich eigentlich insgesamt so nach einer Trennung, die für mich sehr dramatisch vor 3,5 Jahren gelaufen ist. Ich habe schon einige Trennungen gehabt, aber die war jetzt sehr dramatisch gelaufen und ich fühle mich immer noch nicht wirklich frei in dem, was von außen von mir erwartet wird. Also ich bin beruflich sehr erfolgreich, das muss ich sagen. Mir geht es auch finanziell ganz gut. Darf ich fragen, was du machst beruflich? Ich bin Vertriebsleiterin bei einem Versicherungsunternehmen und das macht mir wahnsinnig viel Spaß.
Aber ich habe auch immer noch so das Gefühl, dass man mir versucht, reinzuwirken. Dein Glück kompensiert sich ja nur durch Partner und Kinder. Also ich merke das auch in meiner Familie, dass eklatante Unterschiede gemacht werden zwischen meiner Schwester und mir. Darunter leide ich einfach immer. Ach so, dass die dir absprechen, dass du glücklich sein könntest, ja, weil du kein Kind und keinen Partner im Moment hast. Ja. Lass uns nochmal zurückgehen. Du hast dich vor 3,5 Jahren von deinem Partner getrennt. Nee, er sich eigentlich von mir. Er sich von dir. Er ist 4 Wochen vor der Hochzeit, hat sich heimlich eine Wohnung genommen. 4 Wochen vor der Hochzeit? Das ist aber hart. Ja, das war sehr hart. Das aber. Wie lange wart ihr vorher zusammen gewesen? 3,5 Jahre, wir haben zusammen gelebt. Und er hatte dann eine andere, oder wie? Nee, er hatte keine andere, sondern er war so ein ganz stiller Typ und der hatte vorher eine Insolvenz gehabt und dann ist das Unternehmen geschlossen worden. Der kam von der CeBIT nach Hause und hat erfahren, das Unternehmen ist geschlossen worden. Ja. Und insgesamt sehr ruhig. Ich war selber auf einer Dienstreise. Irgendwann fiel mir auf, dass die Hälfte der Kochtöpfe gefehlt haben. Also nur ich habe mir da nichts beigedacht. Und dann bin ich von der Dienstreise nach Hause gekommen. Dann war er total komisch, ganz verändert, ganz komisch. Er sagt, was ist? Und hat gesagt, er will nicht heiraten. Und die Nacht war für mich dramatisch. Und er hat es nicht näher begründet? Er hat gesagt, er hat mit mir vorher reden wollen, aber ich bin wirklich ein Mensch, der viel mit Menschen zu tun hat. Ich bin auch relativ offen. Ich weiß nicht, ob ich's irgendwann mal gemerkt habe. Also ich behaupte immer noch nein. Aber de facto war die Liebe weg bei ihm. Zu ja, dir. Anscheinend total. Mhm. Das ist natürlich wirklich eine herbe Verletzung. Das Härte war auch noch, dass von heute auf morgen bei mir über 1.300 Euro mehr Belastung kam. Jetzt war ich Gott sei Dank in einem Dienstleistungsunternehmen und konnte es relativ gut durch Arbeitszeit kompensieren. Mhm. Also 80 Wochenstunden habe ich schon locker abgearbeitet. Um das finanziell zu stemmen dann noch. Um das alles einigermaßen zu stemmen. Also ich habe auch alles geschafft. Ich muss sagen, ich habe alles geschafft. War oft sehr oft bei der Bank und er hat immer gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, Sie schaffen das irgendwo. Ich habe das auch alles geschafft. Gab es irgendwann später nochmal ein Gespräch zwischen dir und diesem Mann? Wir haben uns ein paar Mal getroffen dann noch, aber ich habe es vor 2 Jahren komplett dann abgebrochen. Dann war Schluss. So, wie fühlst du dich denn heute? Ist es wirklich alles abgeschlossen? Ja, das ist die Frage, die ich mir sehr oft stelle. Weil du hast gerade erzählt, die anderen erwarten und das, was die anderen so von dir erwarten und die sagen, man kann nur glücklich sein mit Mann und bist du glücklich im Moment? Also zurzeit bin ich super glücklich. Ich habe auch jetzt schon 3 Silvester alleine verbracht. Aber schau mal, wenn du sagst, du bist super glücklich, dann... Wenn du sagst, ich bin super glücklich, dann müsstest aber wie gesagt, ich halte noch nicht diese äußeren Bemerkungen aus. Aber wenn du sagst, ich bin super glücklich, das heißt für mich, du hast die Sache abgeschlossen. Die habe ich schon abgeschlossen. Aber es gibt so Situationen so in meiner Familie, die ich immer noch nicht aushalte. Also nur mal so eine Situation. Letztes Jahr war Kommunion von meinem Neffen und ich war da ja überhaupt nicht eingeladen von meiner Schwester, weil der Schwager und die können mich nicht leiden. Gut, ich denke mal, das kommt in jeder besten Familie vor. Aber das Dramatische war, meine Familie tanzte an. Ich lud auch noch meinen Vater und meine Stiefmutter einen Tag vorher wirklich ganz, ganz, ganz toll zum Essen ein. Und die haben mir erzählt, den Abend, wo ich die ganze Rechnung bezahlte, ja, das und das haben sie für meine Schwester und für die Kinder verpackt und für mich kamen sie noch nicht mal mit Röschen an. Ja, liegt das denn jetzt an deiner Situation, dass du solo bist oder wie deutest du das? Ich weiß es nicht. Also ich weiß es mittlerweile echt nicht mehr, ob es daran liegt, ob es an mir liegt oder so, ob glücklich sein mit Kindern und Mann kompensiert wird. Ich weiß es nicht, obwohl ich eigentlich auch einen sehr schönen Freundeskreis habe. Also wie gesagt, wenn du mich wahrscheinlich sehen würdest, dann würdest du sagen, was hat die denn? Ja. Ich frage mich gerade, du bist eine selbstbewusste, im Beruf erfolgreiche Frau. Und wenn du im Moment deine Situation als sehr glücklich darstellst und dass du zufrieden bist und gar nicht im Moment so gierend durch die Welt läufst und eine Beziehung suchst, so, dann ist es doch eigentlich erstmal wunderbar. Dann kann dir das doch völlig Schnuppe sein, was wer auch immer von Familie und Kindern erzählt. Dann ist es dein Weg. Ich hatte aber noch eine Situation, ich war 1,5 Jahre mal im Internet drin, in so einer Partnerschaftsagentur und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, alle verkrachten Existenzen prallen auf mich ein. Und einer hat mir dann zum Schluss so zugesetzt, das tat mir auch noch weh, wo ich mir gedacht habe, warum klappt es bei anderen und warum klappt es bei mir nicht? Verstehst du das? Ja, aber das, ich meine, das fragt man natürlich immer, wenn man alleine ist, warum klappt es bei anderen und warum klappt es bei mir nicht?
ich finde, die wichtigste Frage ist, und die hast du ja gerade schön beantwortet, wie du dich im Moment fühlst. Ja, endlich mal wieder gut. Nach 3,5 Jahren, Mensch, endlich mal wieder gut. Was reden wir, Britta? Also ich wollte auch schon permanent aus meiner Wohnung ausziehen, obwohl die auch super schön ist, weil ich einfach ich bin irgendwo immer auf der Flucht vor mir selber. Aber vielleicht sind da noch ganz andere Probleme hinter dem Busch. Welche denn? Ich weiß es nicht. Du machst immer so Andeutungen, die deuten für mich darauf hin, dass du doch nicht so ganz im Reinen mit dir bist. Wenn du sagst, ich bin auf der Flucht von mir selbst. Familie, und das tut mir auch weh. Wie gesagt, leider ist meine Mutter mit 49 gestorben. Mhm. Damals auch ganz dramatisch. Die ist ermordet worden. Da hat man mir richtig den Boden auch unter den Füßen genommen irgendwo. Das war für mich eine sehr wichtige Bezugsperson. Mhm. Hast du ein Paar oder vielleicht zwei oder vielleicht nur einen wirklich guten Freund? Ja, klar. Das hast du? Ja, ich habe eine ganz tolle Freundin. Die war gestern Abend, muss ich ja schon sagen, sogar bei mir. Ja, also das heißt, die Definition läuft nicht nur über den Beruf und den Erfolg über den Beruf. Nein, wir sind auch Ende letzten Jahres, also sage ich jetzt mal, wurde der Arbeitgeber gewechselt oder so. Das war durch eine Betriebsübernahme und so weiter. Mhm. Da habe ich dann auch gesagt, Gott sei Dank habe ich einen Freundeskreis. Mhm. Aber du merkst, ich bin auch so ein bisschen am Schwimmen, weil ich nicht so genau weiß, was los ist bei dir. Einerseits höre ich, dass du dich glücklich fühlst, andererseits Mir fehlt der Bezug, glaube ich, schon zu jemandem. Da klingt doch irgendwas durch, was ja. Unzufrieden ist oder wo du. Ich kann ehrlich sagen. Britta, wenn du selbst da nicht so richtig dir auf die Schliche kommst und das irgendwie nicht so richtig fassen kannst, woran es denn nun liegt und was die Hauptursachen sind, mach doch eine Psychotherapie mal. Habe ich schon gemacht. Hast du schon gemacht? Mhm. Und war ganz unglücklich. Ganz unglücklich. Mhm. Wie lange hast du die gemacht? Ich habe ich weiß nicht, wie viele Behandlungen, das waren 10 oder 20, die ich damals auch bekommen hatte, durch meine private Krankenversicherung und hab das auch gemacht, aber war mehr so Zwang irgendwo. Mhm. Ja, da habe ich natürlich wieder die Vermutung, dass du bei der falschen Person gelandet bist. Ja, das war ja auch das Thema gerade eben, genau. Genau. Eine intensive Auseinandersetzung mit einem Profi fände ich in deinem Fall wirklich sehr richtig und sehr gut, um da an die Wurzel des Übels zu kommen. Wenn das jetzt einmal fehlgeschlagen ist, heißt das noch überhaupt gar nichts. Ich möchte, dass meine Psychologin dir da mal einige handfeste Ratschläge gibt. Okay. Wie du es machst, wo du es machst und wann du es machst und so weiter. Okay. Ja? Dann legst du bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Danke dir auch. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ihr Lieben, an dieser Stelle mal ein Hinweis auf nächste Woche. Unsere Themen heißen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, ich benutze andere Menschen, und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, aufgeflogen. Ich möchte da gerne mit Leuten reden, deren vielleicht Lebenslüge aufgeflogen ist oder eine andere große Lüge und die dann, nachdem das aufgeflogen war, ganz nackt dastanden und vielleicht auch gar nicht mehr wussten, was sie tun sollten. Also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, ich benutze andere Menschen, und Donnerstag, Freitag aufgeflogen. Heute und jetzt weiter mit unserer freien Themennacht, und hier ist die Mila. Mila ist 20. Hallo Mila. Hallo Domian. Hallo Mila. Und sag, ich das alles jetzt einfach mal ein bisschen ab. Gehst du denn noch ein bisschen näher ans Telefon? Weil wir verstehen dich nicht gut. Okay, dann kippe ich das alles so ein bisschen ab, weil wir ja jetzt so Zeitdruck haben. Nö. Jetzt erzähl mal. Darum, ich würde gerne von dir wissen, was du davon hältst, dass Menschen eine Therapie machen nach einer schweren Beziehung, auch wenn die Beziehung schon vorbei ist. Also so, ich hatte eine schwere Beziehung, wo ich auch Gewalt erfahren habe. Ja. Und auch viel verbale Beschimpfungen und total gemeine Sachen waren dabei. Wie lange hat diese Beziehung angedauert? 4 Jahre. 4 Jahre, da warst du... Wie lange ist die Beziehung jetzt zu Ende? 5 Monate. Also du warst ganz jung, als ihr euch kennengelernt habt. Ja, ist auch meine erste große Liebe. Und es war Gewalt im Spiel. Ja, ich mag den immer noch sehr. Aber es war Gewalt im Spiel. Es war Gewalt im Spiel, definitiv. Der hat dich geschlagen. Ja. Bitte? Auch. Mhm. Die Leitung ist nicht so gut, deswegen muss ich ein paar Mal immer nachfragen. Getreten auch. Getreten? Ja. So, dass du verletzt warst? Ja. Ich habe
auch so verletzt, Flecken gehabt im Gesicht und so. Ah ja. Also und ich hänge aber immer schon. Und ich kann auch mit meinen Freunden oder nicht darüber sprechen oder mit meiner Familie. Wie ist denn die Trennung zustande gekommen? Ja, war auch eine harte Zeit. Wer hat denn da den ersten Schritt gemacht? Du oder er? Kam von beiden, würde ich sagen, im Nachhinein. Und er hat dich dann letztendlich auch gehen lassen? Ja, ich habe noch zum Schluss gefragt, ob ich jetzt gehen kann. Und dann hat sich auch mein... Ja, dann bin ich gegangen. Mhm. Und du sagst, obwohl das eine schwere Zeit war und er dich geschlagen hat und viel Gewalt im Spiel war, sagst du, dass du den dennoch geliebt hast und immer noch liebst? Komisch, aber es ist so. Das ist komisch. Aber das ist nur so das Gefühl. Kopfmäßig bin ich mir auch über allem Bewusstsein darüber, was passiert ist, und ich möchte auch nicht zurück zu diesem Mann, das weiß ich, weil... Hast du den denn jetzt, nachdem ihr euch getrennt habt, nochmal gesehen, irgendwie? Irgendwo? Ja, schon. Und sprecht ihr dann miteinander? Bitte? Sprecht ihr dann auch miteinander? Ja, schon. Also ich habe mit meiner Schwester darüber gesprochen und sie findet das einfach nur krank. Mhm. Versucht er denn, dich zurückzuholen? Er lässt es sein. Bitte? Aber er lässt es sein. Ja. Ja. Jetzt hast du gerade am Anfang unseres Gesprächs gesagt, du möchtest mit mir darüber sprechen, ob man nach einer schweren und beendeten Beziehung eine Therapie machen sollte. Genau. Also, und ich bin jetzt halt am Überlegen, weil eigentlich ist es ja echt nicht normal, dass man noch so viele Gefühle für einen Menschen hat, mhm, mit dem man solche Sachen durchdacht. Mir dessen im Bewusstsein. Ja. Aber definitiv denke ich, vielleicht sollte ich doch lieber eine Beziehung. Therapie machen. Ja. Das heißt, dir ist das selbst unheimlich, dass du irgendwie diese Liebesgefühle noch hast zu diesem Mann, der dir eigentlich so viel Leid angetan hat. Ja, ist komisch. Mhm. Ja, also Mila, ich bin da absolut für, wenn man von einer Person nicht loskommt, die einem eigentlich schadet oder geschadet hat, sollte man diesen Versuch unternehmen. Ob der Versuch gelingt, ist eine zweite Frage. Ich habe schon Sachen erlebt, wo Leute ewig in Therapien gingen und sie dennoch nicht loskamen von der Person. Aber ein Versuch ist es allemal wert. Wenn man das nicht. Weil mir ist das wirklich unheimlich, so wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Ja, ich glaube auch nicht, dass man davon. Ich glaube auch. Selber schämt auch irgendwo mal, wenn man denkt, ja, man beschmutzt sich ja damit. Aber. Womit beschmutzt man sich? Ja, damit, dass man überhaupt an so einer Person noch hängt. Ja, ja, ja. Weil man tut sich ja damit nicht. Ja, das ist auch wirklich, das ist wirklich ein großes Mysterium, dass es Menschen immer wieder gibt, die sich an Menschen klammern, die also ihnen... Bin ich nicht die Einzige? Nein, 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 nein. Es gibt so viele. Und es gibt so eklatante Fälle, wo man draußen davor steht und denkt, das kann ich nicht begreifen, dass diese Person nicht geht. Und die Person geht nicht. Obwohl die andere so viel Leid ausübt auf die Person. Es ist eine Abhängigkeit. Ich würde ja auch, also ich würde ja auch gerne eine Therapie machen, weil ich denke, dass es auf mein Bewusstsein irgendwo auch schlägt, weil ich mache mir selber Vorwürfe, mhm, wobei ich weiß, dass ich eigentlich in der Regel nie gemein war, mhm, zu den Menschen. Ich finde, dass du gedanklich schon ziemlich weit bist und dir in der Hoffnung, dass du einen guten Ansprechpartner findest, so eine Therapie nur nutzen könnte. Das heißt, du hast immer regelmäßig einen Menschen, mit dem du diese ganze Thematik durchsprechen kannst. Also ist das ruhig so ein Fall, wo man mit zum einen Therapeuten gehen kann? Definitiv. Ich weiß auch nicht, mit wem ich hätte sonst darüber jetzt sprechen können. Ich finde, das kannst du machen, definitiv. Gut. Und ich wollte noch sagen, dein Team hat mir gerade schon eine Telefonnummer gegeben. Ja. Dankeschön. Das ist prima. Das heißt, du brauchst jetzt gar nicht nochmal mit meiner Psychologin sprechen. Genau. Das heißt, ihr könnt euch jetzt euren anderen wichtigen. Ja, das ist ja nett, sehr nett, dass du so mitdenkst. Liebe Mila, ich wünsche dir, dass du einen guten Therapeuten findest. Darüber haben wir heute Nacht auch schon ein paar Mal gesprochen, weil das so wichtig ist. Wenn die Person nicht gut ist, dann funktioniert das nicht. Ich wünsche dir, dass du einen guten findest. Dankeschön, schönen Abend noch. Und dass du dann von deinem Freund
von deinem Ex-Freund wirklich loskommst. Ich muss einen Schritt machen und einfach für mich sein und genau. Therapie wirklich in Angriff nehmen. Genau. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Auf Wiederhören, Mila. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche von uns. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und fürs Zuhören. In der Technik heute war Matthias Neef. Morgen sind wir nicht da, sondern erst wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende. Nochmal unsere Themen nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Ich benutze andere Menschen und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aufgeflogen. So, wie gesagt, ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder.